Ho, 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 meine lieben Bücherfreunde und herzlich willkommen bei einem neuen Türchen in meinem Jahreshighlight Adventskalender. Wir nähern uns dem Ende und es sind mit diesem Türchen ja theoretisch nur noch drei, beziehungsweise jetzt ja nur noch zwei Tage bis Weihnachten und dennoch möchte ich euch heute ein Highlight des Jahres vorstellen. Ein sehr spätes Highlight und tatsächlich ist dieses Buch, was ich hier in Händen halte, noch gar nicht das eigentliche Highlight, wobei irgendwie ja schon, ja, es geht um die Hexersaga von Andrzej Sapkowski. Eine High-Fantasy-Saga, der ich irgendwie jahrelang entgangen bin, die irgendwie an mir vorbeigegangen ist, deren erster Teil der E-Book-Reihe bei mir schon ewig auf dem Sub liegt und ich nun endlich damit angefangen habe, denn es ist jetzt ja auch die Serie The Witcher endlich auf Netflix zu sehen und ich bin jetzt, Steffi ist mega gespannt auf diese Serie. Die Steffi zum Zeitpunkt dieses Videos ist es vielleicht nicht, aber ich will gar nicht groß über die Serie oder Ähnlichem sprechen, sondern eigentlich um die Reihe, denn ich habe den ersten Band, die erste Vorgeschichte verschlungen. Es ist der letzte Wunsch, es ist eine Vorgeschichten-Kurzgeschichte, wie auch immer. Beschreibt es, wie ihr wollt. Und ich bin hin und weg. Ich liebe Geralt von Riva. Wir haben hier einen Hexer, einen Witcher. Das ist ein Mensch, der mutiert wurde mit besonderen Gaben, mit gewissen Stärken, die er aufgebaut hat. Und das bereits in der Kindheit. Wenige Kinder überleben diesen Vorgang überhaupt nur. Und Geralt gehört zu dem Stärksten der Witcher. Und er ist eben auf der Suche nach magischen Unwesen, nach dämonischen Wesen, nach Hexen, Vampiren, Werwölfen und allerhand anderem. Und gegen ein bisschen Kohle vernichtet er diese in den jeweiligen Dörfern. Und wir begleiten ihn in diesen Vorgeschichten, im Grunde vor der eigentlichen Hexersage, die jetzt in dieser wunderschönen Neuauflage herauskommt, ist, auf seinen Weg durch seine Welt. Und es ist eine wahnsinnige High-Fantasy-Welt, die bildhaft ist, die lebendig ist, die fühlbar ist, wo man Wälder riecht, wo man das Gefühl hat, man läuft mit. Und das liegt nicht daran, dass ich die Let's Plays schon gesuchtet habe von Kronk, sondern es liegt daran, dass der Schreibstil von Sapkowski wirklich großartig ist. Es ist High Fantasy at his best. Es ist wirklich großartig erzählt. Es ist spannend. Es ist auch irgendwo innovativ. Geralt von Riva ist ein Charakter, der unglaublich cool ist, der das alles so nimmt, wie es ist, der irgendwie so eine Ruhe in sich hat, gleichzeitig aber auch wirklich unfassbar Kräfte hat, sich dessen auch bewusst ist, sich auch seiner Rolle, obwohl er sich eigentlich überall raushalten möchte, bewusst ist. Und ich liebe ihn. Ich liebe Geralt von Riva, ich liebe seinen Humor, der sehr trocken ist, der gefühlt eigentlich sehr britisch ist und der mich einfach mitreißt. Ich bin einfach Fan. Ich habe mich nach den ersten Seiten in ihn verliebt und die Kurzgeschichten, die ich gelesen habe, die haben mir unfassbar gut gefallen. Es ist im Grunde schon chronologisch innerhalb der Kurzgeschichte, die Fälle bauen irgendwie aufeinander auf, aber nicht so wie... also es ist schon sehr frei zu lesen. Theoretisch ist das Erbe der Elfen der offizielle erste Teil der Hexersaga. Mir wurde auch von verschiedensten Stellen gesagt, es macht durchaus Sinn, dass man es im Grunde zeitlich chronologisch liest und somit eben die Kurzgeschichten zuerst, bevor man dann eigentlich zu der Hexersaga kommt, die sich ja dann um Ciri kümmern, auf Citra, Cirilli, ich weiß nicht, ich habe es noch nicht gelesen, aber ja, ich bin mega gespannt. Ich bin so neugierig, wie diese Reihe weitergeht. Und auch wenn ich sonst ja immer versuche, so Teile, sind als Jahreshighlight immer ein bisschen schwierig. Aber ich glaube einfach, dass diese ganze Reihe mich auch im nächsten Jahr noch begleiten wird. Und ja, ich konnte auch nicht an der wunderschönen Neuausgabe der fünfteiligen Reihe vorbeigehen. Es sieht einfach großartig aus. Auch die Vorgeschichten, die jetzt noch in dem alten Cover zu sehen sind, werden umgestaltet. Und das hat sich, finde ich, der DTV-Verlag wirklich großartig ausgedacht. Zudem wird auch der Buchrücken dann im Bücherregal eine wunderbare, ein Amulett, glaube ich, ergeben, wenn ich mich recht erinnere. Und ich bin so gehypt, ich bin so begeistert. Ich hätte es, glaube ich, irgendwie nicht gedacht, dass ich dachte, kann dieser Hype überhaupt irgendwie gerecht werden? Und er kann es. Er konnte mich fesseln und wirklich packen. Und ich habe jede Kurzgeschichte, die ja doch ein bisschen länger ist, schon eher in so eine Novelle geht, begeistern und fesseln. Und ich bin von einer in die nächste zur nächsten. Und diese Geschichte hat mich einfach getragen, hat mich mitgerissen. Und Sapkowski hat einen großartigen Stil. Man merkt, dass die Geschichte schon ein bisschen älter ist, was ich ja finde, dass ihr überhaupt keinen Abbruch tut, sondern eher gut tut. Weil die Geschichten sind, glaube ich, ursprünglich ja in den 90ern erschienen. Und ich mag auch dieses etwas alte, obwohl es ja gar nicht so alt ist, aber ich finde es sehr schön und es gibt dieser ganzen Geschichte einfach noch so, den Netflix-Aufkleber müssen wir definitiv noch vom Cover entfernen, aber
es ist einfach schön. Es ist ein Highlight. Mir hat der letzte Wunsch wirklich unglaublich gut gefallen und aktuell bin ich ja bei der zweiten Kurzgeschichte, beziehungsweise vielleicht sogar schon fertig, wenn ihr dieses Video seht. Das seht ihr dann in der nächsten Bücherwoche. Aber ich, ja, es ist ein sehr spätes Highlight, was ich jetzt wirklich erst im Dezember gelesen habe, verschlungen habe, geliebt habe und es musste eben auch diese schöne Ausgabe bei mir einziehen. Und ja, ich wünsche euch nun noch einen schönen 22. Dezember. Es dauert jetzt nicht mehr lange bis Weihnachten und ja, lasst es euch heute richtig gut gehen.